Die Autobahnmeisterei Würzburg-Kist. Freitagmorgen. Dienstbeginn für Florian Baunach und Christoph Schmidt. Sie kümmern sich um den Verkehr auf 120 Kilometern der A3 und der A81. Bis zu 100.000 Fahrzeuge sind hier jeden Tag unterwegs. Wir haben jetzt 8.15 Uhr. Wir fahren jetzt runter auf die PVC-Anlage Fromberg. Da haben wir ein Schlagloch. Müssen wir zumachen. Es ist Freitag vor Weihnachten. Es ist natürlich viel los. Viel Lieferverkehr. Die letzten paar Wochen vor Weihnachten ist echt schon was geboten bei uns. Und das wäre jetzt so eine Standardmaßnahme, Schlagloch flicken. Wie gesagt, müssen wir jetzt provisorisch machen. In ein paar Wochen wird es dann professionell in der Nachbaustelle saniert. Und diese Zeit müssen wir jetzt überbrücken. Ja gut, jetzt mit der Regenperiode fängt es natürlich an mit den Schlaglöchern. Was man im Sommer über jetzt nicht gesehen hat, kommt jetzt zum Vorschein. Auch durch den Frost kommt dann schon einiges zusammen. Ja gut, der Verkehrsteilnehmer will halt immer eine freie Autobahn, will immer schnell fahren, will bequem irgendwo ankommen. Aber was halt dahinter steckt, das wissen die meisten nicht, was man dazu machen muss, um eine Autobahn aufrechtzuerhalten. Marcel, wir fahren schon mal vor, stellen uns am Beginn vom Verzögerer hin. Du klappst da die Vorwandtafel auf und kommst dann rein. Ja, mach ich. Er soll jetzt auch noch einmal pfuschen. Ja, aber echt. Marcel, wir bleiben vorne stehen und genau da fährst du rein. Marcel fährt den Sicherungs-LKW, der die Männer von der Autobahnmeisterei während der Arbeit auf der Fahrbahn nach hinten absichert. Mach langsam und schon. Geht der Pfeil wieder nicht los. Noch langsamer. Wir warten jetzt auf die Sicherung, dann nimmt dann die erste Spur weg. Und dann stellen wir die Spur ab, dass wir sicher arbeiten können. Stell dich neben hin, Marcel. Ja, also ich denke schon, wir gehören zu den gefährlichsten Berufen hier, was es so in Deutschland gibt. Wir arbeiten immer nah am Verkehr, teilweise 40, 50 Zentimeter vom fahrenden Verkehr entfernt. Bei Tag, bei Nacht, bei Regen, bei Sonne. Von daher denke ich schon, dass unser Unfallpotenzial sehr hoch ist. Es gibt immer welche, wo nicht drauf achten, wo uns total ignorieren, wo uns auch in Lebensgefahr bringen. Aber damit muss man eben leben.
Reparieren ist jetzt provisorisch. Bis zur endgültigen Sanierung müssen wir noch ein paar Wochen warten. Es ist ein Kaltasphalt, nennt sich das. Das ist mit einem Eimer drin, ist wie eine grobe Paste. Der wird da reingedrückt, wird mit dem Schandstampfer verdichtet. Und dann kriegen wir das eigentlich so wieder hin. Ja, gut, Teamfähigkeit ist bei uns das A und O. Geht um Menschenleben. Gerade jetzt bei so einer Verkehrssicherung, da muss man sich blind auf seine Kollegen verlassen können, dass das alles passt. Die sichern uns ab, wir sichern die Strecke ab, dass der Verkehrsteilnehmer von A nach B kommt, sicher und wohlbehütet. Und ohne Teamfähigkeit geht bei uns eigentlich gar nichts. Also Eigenbrötler können wir nicht gebrauchen. Ich sag mal, wenn wir Glück haben, hält es eine Woche. Je nachdem, wie die Verkehrsbelastung da drauf ist. Wir haben halt natürlich schöne Schubkräfte, Bremskräfte in der Abfahrt. Ja, aber gut, wir müssen was machen, bevor der Verkehrsteilnehmer da reinfährt und beschädigt sich das Fahrzeug. Das Schöne ist bei unserem Beruf, man weiß halt nie, was man so tagsüber alles macht. Es kann alles passieren. Du stehst früh auf und weißt nicht so, was der Tag bringt. Und das finde ich das Interessante an dem Beruf. Ich sagte, wir können von jetzt auf nachher schlagartig die Arbeiten wechseln, können zu einer Unfallstelle fahren, wo wir Verletzte die Ersthilfe machen, Unfallstelle absichern. Eine Stunde kann irgendwo wieder ein Kanal verstopft sein, wo wir dann dran müssen und müssen den spülen. Von daher ist das eigentlich schon das Beste, was man haben kann in so einem Beruf, wenn man nicht weiß, was so tagsüber auf einen zukommt. Angst hat Florian Baunach nach 20 Jahren auf der Autobahn nicht mehr. Man gewöhnt sich dran. Das Gefährliche ist nur, wenn irgendwann mal Routine draus wird. Für Florian Baunach und Christoph Schmidt geht es zum nächsten Einsatz.